Auch nicht. Ich weiß, dass ihr keinen Stress habt, aber ich muss ja auch. Ihr müsst ja wenigstens so ein bisschen die Texte mit reinholen, damit die Leute wissen, warum alles wir gut unterwegs sind. Wir können nicht die ganze Zeit nur über Arschlöcher reden und über OnlyFans. Oder davon, dass Serena sich gerne Flüssigkeiten in die Nase pumpt. Ich pump sie mir nicht gerne rein, aber wenn ich gerade trinke und du haust so einen Scheiß raus und ich muss lachen, warum ist das scheiße? Tut mir das leid. Also wirklich, ganz normal. Tut mir leid, dass ich dein Kind Scheiße genannt habe. Dass du im Klo runter. Nein, das heißt, tut mir leid, dass ich deine Scheiße Kind genannt habe. Oh. Uff. Alter. So. Ich konnte wenigstens mal die Sachen in die Ausrüstung packen. Irgendwie blinkt es ja noch, obwohl ich eigentlich nichts mehr habe. Wahrscheinlich Magazin gefunden, weil ich gar nicht verwenden kann auf einer meiner aktuellen Waffen. Geschenk des Feuers. Unter der Oberfläche von LV-895 wurde eine Anomalie festgestellt, die schlimmer wird. Grabe, um die Ursache zu finden und tu, was nötig ist, um die Situation zu lösen. Das sieht übrigens schon aus wie eins der Raumschiffe von früher, die die Aliens... Mission oder Schwierigkeitsstufe nicht für alle Teilnehmer freigeschaltet. Was stimmt hier nicht? Habt ihr mit dem Typen geredet? Ja, ich habe die Mission Geschenk des Feuers. Du musst mit dem Typen da hinten links an der Seite reden, weil du dann die Mission freigeschaltet kriegst. Oh. Na, jetzt muss ich mich bewegen. Unglaublich, ey. Ich sag noch, ey, guckt euch die Story an. Klar. Ja, und hast du alles gelesen? Genau. Oh, muss ich jetzt auch noch lesen? Wir möchten gerne bitte einen 15-Minuten-Vortrag haben. Ja. Was hat er dir denn erzählt, was in der nächsten Mission passiert? When we took out Cynthia, she triggered something. Some contingency plan by Weyland-Yutani. Now Esther's seeing gravity and power distortions under the surface of LV-895. You're going back into the ruins to find the source. Da siehst du jetzt deine Kampfkraft wieder 10 Punkte über. Ich weiß, aber extra umgebaut, glücklich, damit meine Kampfkraft höher ist. Er will halt besonders sein. Ja, das war doch eh. Haben wir uns nichts vor. Beep, beep. Fireteam, we need to locate the anomaly. Oh, ich hab kurz gedacht, wir wären zu viert. Oh mein Gott, andere Menschen! Hallo. The gravity distortions are increasing. I recommend haste. Die kartografieren anscheinend diese Statue. Hast du das Intel mitgenommen? Ja, ist Intel. Ich hab's. Okay, er hat's nicht. Fitz ist eine Marine-Expeditionseinheit. Ah, fahr durch. Ich glaube, du bist hier zu Hause. Ja, schön warm hier. Die haben Feuer für dich angemacht. Knapp in die tiefsten Tiefen von Mösia. Keine Ahnung. Ja. Kannst du ruhig sagen, ist kein Problem. Du darfst halt nur nicht Mösia 10-mal sagen.
Das wird dann irgendwann problematisch für YouTube, weil die ja denken, dass hier ist so ein Hate-Speech-Stream, Twitch-Video. Hallo, Kalidor. Da wecken wir bestimmt noch den Balrog hier auf und dann ist alles gut. Hm? Flieht ihr nach... Es wundert mich nicht, warum du darauf reagierst. Ich bleib hier liegen. Weil du mich schon so oft so genannt hast. Na, ich hab dich noch nie Balrog genannt. Ja, direkt. There are holograms on the far end of the room. Might we investigate? Don't linger. Bad weirdness underground, remember? Oh, sehr schön. Ja, ich hab gefunden. Ach so, da ist ein Sticker, 3 Sterne. Ich dachte schon, da ist irgendwie eine Belohnung von 3 Sternen. Perhaps I can recover its final directives. Grab the drives. Was ist hier? Ach so. Totes Zeug. Zünd. Der sieht gut aus. Mit weißem Schnodder. Another swarm from behind. Gute Nacht, SKR, haha. Was? Ja, so ist der Nick halt. Wenn ich den nicht vorlese, dann buchstabiere ich ihn halt. Siehst du nicht nebenbei den Chat? Sonst werde ich immer angemeckert. Dann brauchst du nebenbei nicht den Chat drauf haben. Also etwas ist offen. Ich glaube, es wird nicht mehr. Ich aber nicht. Snusnu! Bin halt irgendwie nicht im Stich. Wo ist er denn? Da! Nee, doch nicht. Da! Alter! Ja genau, schlag mich! Fuck! Ein Halt noch. Hinter dir. Ich fass mich noch nicht an. Ja, bin ich. Before she perished, Cynthia had her forces kept carvings throughout the complex. What for? Can you read them? Not without the transliteration to begin from. Scanner for S. She can work on a translation later. Alright, 8 kits. Catching up. Grabbing ammo. 8 kits here. Rearming. So. So. Station ready. Aber bestimmt alles geweckt. A sequence shared with the first set. Movement incoming. Wo denn? Von Tai natürlich. Refreshen gehen. Ja. Okay, wieder da. Second wave coming in. Keep up the pressure. Ich
on. Warrior oh. on the deck. Geradeaus. Schon tot. Ging aber zügig. Ja, wenn wir alle drauf tackern, wie blöd, und noch ein Geschütz drauf fällt, dann ist das halt schnell weg. Das Spiel ist halt zu leicht geworden. Wir sollten den nächsten Schwierigkeitsgrad anschalten. Hör nicht auf ihn. Das hat aber Outrider auch gesagt und danach hat er mich richtig abgefuckt. Nee, Outrider hat dich abgefuckt. Ja, aber ich doch nicht. Ich kann dir folgende Beweise zeigen. Ich glaube, da hängt schon wieder irgendwas fest. Wo? Dann müsst ihr mal laut geben. Hast du's? Nee. Okay, da oben ist schon mal nichts. Ach, gibt's doch nicht, ey. Bis jetzt hat doch immer alles gut geklappt. Halt, warte mal. Hier unten, der scheint unten zu sein irgendwo. Oder ist er hier? Warte mal, wo ist der? Okay. Zimmer mal da hoch. Such den Xeno. Oh, Spielchen, ey. Weil müssen wir die Mission neu starten. Das ja. böse Wort. Neu starten? Ja. Mission, bestenfalls. Also hängt definitiv hier oben irgendwo drauf. Du meinst jetzt oben auf dem, diesem Zentralweg da? Ja. Ja. Warte, dann warte ich mal 15 Sekunden und dann zimmer ich mal Raketen hoch. Was würde ich jetzt für das, deinen Scanner geben, ey? Aus GTFO. Okay, also da am Ende steht er nicht. Es hat halt immer 30 Sekunden Cooldown. Ach, ich hab Zeit. Und sonst so? Oh, sonst ja. ist alles normal. Oh. Okay, da auch nicht. Also, dass du ihn triffst, weil hängt er ja so fest, dass du überhaupt nicht an ihn rankommst. Naja, die Sache ist, ich kann halt nur den Abschnitt hier vorne unter Feuer nehmen. Sonst war ja nichts weiter. Diese Granate hat überhaupt keine Explosion gehabt. Ich glaube, da müssen wir die Mission wirklich einmal neu starten. Gut, dass wir keine Karten mitgenommen haben. Ja. Ja, wo ich glaube, die hätten wir zurückgekriegt. Nee, ich glaube, nee, die kriegst du nicht zurück. Ah, dann.
Ist ja auch egal. Verstand! Ich ziehe mal noch einmal eine letzte Salve hin. Nee. Will der Horst schon mal das Spiel verlassen? Ich weiß gar nicht, wie man den Neustart macht. Eine Mission abbrechen. Wo siehst du das? Bei Einstellung. Ach so. Einstellung, Mission abbrechen. Hä? Und das Spiel? Achso, da. Bist sicher, dass die Mission aufgeben willst? Ja, wir werden von der Mission leider besiegt. Oh, müssen wir nochmal reingehen. Somebody left a laptop dirt site? I'll get it picked up. That's got our full TONE on it. The UPP would kill for that. The 40th MEU was one of the units organized after the Colonial Protection Act, under 10 years old, so they don't got much intel on us. But they know about the Endeavor, of course. Assault ships are too big to hide. But they wouldn't know she's carrying 2nd Battalion, 33rd Regiment, 11th Division, 729 Colonial Marines, 18 low-safe combat androids, and one support synthetic. And they wouldn't know our dropship squadrons, the cracked rooks. VMM 2181, if we're talking to LT Co. Ich hab euch beiden eine Einladung geschickt, dann können wir auch direkt los. Okidoki. Anything not on the racks, I can pull out of Cargo 4. Bam, 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 bam. Naja, hoffen wir mal, dass diesmal keiner sich verkeilt. Warum ist denn Serena schon so müde? When we took out Sophia, Serena versucht, sich nochmal ein some contingency plan by Weyland Yutani. Now Esther seeing gravity and power distortions under the surface of LV-895. Das ist eine Verschwendung. You're going back into mit wem soll ich denn nachts um 4 Uhr hier reden? Marv. Am Arsch. Ready on approach, 10 seconds in the pipe. All hands brace for maneuvering. Damit er dir petzen kann, was Barathun und ich wieder gemacht haben. Marv hört bestimmt noch zu. Marv hört nicht zu. Achso, damit er besser schlafen kann, meinst du, damit er Serenas Stimme hören kann. Fireteam, we need to locate genau. The anomaly. Uff, ich habe Esther und Doc Honecker on the line for assist. Namen Kira. Ich hab aber in Erinnerung, dass Kira vorhin schon mal da war. Hello. Ich glaube, den Intel muss nicht nochmal einsammeln. The gravity distortions are increasing. I recommend haste. Musste weg wegen Fahrschule. Hallo? Guck doch mal auf den Tacho. How many Xenos did Cynthia ja, Nachtfahrt. Ja, yeah. Nachtfahrt. Ja. Okay, meine Nachtfahrt habe ich eine Stunde auf der Straße verbracht und 3 Stunden in der Bar, aber... So macht man es auf dem Land. Das war die Idee meines Fahrlehrers, nicht wahr? Er hat gesagt, das Protokoll müssen wir es machen, aber ich mache das schon gut und Naja. Danach fahren wir in die Stadt. Mein Fahrlehrer hat auch gesagt, kennst du einen Platz, wo wir angeben können mit der Karre jetzt nachts, wo Weiber sind? Geil. Der war Bundeswehrsoldat. Might we investigate? If you're quick, weird gravity shit, remember? Du seid hier, da. Hinter dir. Wir sind hier. Und wenn wir hier sind, dann bist du nicht da. Ich bin hier. A synthetic. Perhaps I can recover its final directives. Grab the drives. Oh. Die Verstecke für Kisten sind ja jedes Mal woanders. Ja, natürlich. Wie natürlich? So natürlich ist das ja gar nicht.
bin auf meiner Fahrschulprüfung nur zum zum Fahrprüfer nach Hause gefahren und wieder zurück. What for? Weil der irgendeine komische Figur haben wollte von meinem Fahrlehrer. Der Fahrlehrer hat mich irgendwelche komischen kleinen LKWs gesammelt. Und wir waren zwischen dem seiner Wohnung und dem seiner Wohnung hin und her gefahren. Das war meine Fahrprüfung. Ich habe bestanden. Wer hätte es gedacht? Ja. Und wir dachten, du fährst immer schwarz. The wall. More carvings. Und wenn ich auf meinen Fahrlehrer gehört hätte, während der Prüfung hätte ich nicht bestanden. Ja. Weil der wollte, dass ich schnell an so Kindern vorbeifahre und hat mir Zeichen gegeben, ich sollte ein bisschen Gas geben vom Beifahrersitz. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin langsam an denen vorbeigefahren, weil ich nicht einschätzen konnte, was die da rumhantieren waren. Das waren nämlich so Kids, die haben sich hin und her geschubst auf dem Bürgersteig. Und da hat mich der Prüfer damals noch gelobt, dass ich darauf geachtet habe. Und seitdem mag ich meinen... Also, nachdem hatte ich dann im Fall ja auch gemeint, also bei dir würde ich jetzt keinen weiteren Führerschein mehr machen, ey. Weil der mich da so abfucken wollte. Movement incoming! Scanner must have pissed him off somehow! Man kann das Spiel auch zu zweit spielen, dann wird einer durch einen Bot ersetzt. Also du kannst auch alleine spielen, richtig. Wenn du gar keine Freunde hast, kannst du dieses Spiel auch alleine spielen. Oder andere Leute zum Spielen. Was auch zu empfehlen ist, weil das Matchmaking soll wohl nicht so gut sein. Also nicht, dass da nur Noobs sind oder sowas, aber die haben wohl Probleme, Spieler zueinander zu führen im Moment, weil dieses Matchmaking auch nur... Nobs sagen. Ja, Noobs. Es ist wohl so, dass im Matchmaking irgendwie... Du hast ja nur 60 Sekunden Zeit, im Spiel zu joinen. Warum auch immer, warum denn nicht einfach sucht, bis halt voll ist. Und dann startet das Spiel halt einfach. Und es gibt kein Hotjoin, was halt auch ein bisschen problematisch ist. Wenn einer aus der Mission kriegt oder so, lass mich so wieder von vorne spielen. Ja. Weil der Typ rausgeflogen ist. Also beziehungsweise der wird durch den Bot ersetzt, aber du musst die Mission noch abschließen einmal, damit du in die nächste reingehen kannst. Also hast dann auch direkt wieder die Arschkarte. Hallo Linden, grüß dich. Wie lange geht der Stream denn noch? Warum? Wolltest du mit mir privat was machen? The exit is sealed by Wayland devices. A moment, please. Heißt, gerade Tinder gelöscht und schon sind deine Zuschauer da und sagen... Nein, so meine ich das nicht. Achso. Soweit ich gesehen habe, bei Instant Gaming zum Beispiel, was jetzt wieder mein Partner ist, ist es auch für 29 zu haben, das Standardding. Glaube ich jedenfalls, dass die 10 Euro günstiger waren. Aber normalerweise spielt der, kostet das Spiel 39, ja. Nein, Geschütze werden nicht wieder eingesammelt, das ist halt, sind halt einmalige Dinger. Es gibt aber eine Technikerklasse, die keiner von uns spielt, der kann das Geschütz anscheinend aufstellen. Also der trägt halt eins mit sich, was halt dann leer geschossen wird, das kann der auch wieder mitnehmen. Das ist halt eben seine Fähigkeit. So wie Serena so einen kleinen Pot hat, der einen heilt. Den trägt sie ja auch immer weiter mit. Ein Pot, das hat Gefühle und heilt dich. Heilpot. Selber Heilpot. Nicht Heilpot, Heilpot. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ist schon bald vorbei, ich weiß nicht. Ich muss gleich mal ganz kurz gucken. Ich habe morgen früh einen Arzttermin. Ich weiß gerade nicht, um wie viel Uhr.
Vor allem muss Barator auch irgendwann mal ins Bett gehen. Ich habe jetzt erstmal Ruhe, aber ja, ich möchte meinen Schlafrhythmus noch behalten. Ja, alles klar. Also wir hören um etwa 4 Uhr auf. Also, da ich meine jetzt wieder in Ordnung bringen will, ist jetzt Barator dran, sein abzufacken. Nee, Ist nur fair. So nicht! So haben wir hier nicht gewettet. Nee, das also, nee. Das ist eine faire Wechselschicht bei den Mods, finde ich. Nein. Einfach nein. Ihr könnt auch einfach ganz normal schlafen gehen, ohne Rücksicht auf irgendwas zu nehmen. Was ist denn für dich ganz normal? Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Dafür bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Da musst du mit der Hannelore aus der Personalabteilung reden. Aha. Ja, der Hannelore. Wieso mache ich dann dein Papierkram? Hör, du kannst doch nicht alles der Perse überlassen. Watch behind. Heißt die Hotline dann auch Hannelore hilft? Nee. Ab 5 Uhr morgens ist normalerweise nicht meine Schlafzeit. Sagt ihr. Ja, früher nicht. Heutzutage schon, denke ich. That would suggest Weyland-Yutani has studied these ruins for over 2 decades. Keep it tight. There is a magnetic anomaly nearby. Semper Fi. Might you investigate? Stay frosty. Fine. Last one. Then we focus on the big anomaly. Prowler. Ja, was jetzt? Wir verwehren dich nur. What is this? Ein großer Kopf. Das ist eine Kultur, die gerne große Köpfe mochte. Get scanning, fire team. Those jars. Die yep. Osterinseln sind real. Jungs, bleibt ihr bitte mal auf Abstand? We still require a key to translate them. Bugs! Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass ich eigentlich nur ein Starship was bin, wenn so oft wie die Bugs sagt. Ja, haben ja auch schon ein paar gefunden im Spiel. Ja, das war mir klar, dass du die findest. Na, wir haben sie ja jetzt auch gerade gefunden, nein. Aber kein einziges Ei bis jetzt gesehen im ganzen Spiel. The experiments we ran, the mutations, all from those. But there's so few and empty. Where are the rest? So, ja, jetzt war's weg. Ich fass mich mal. Ein Eimer. Ja. Ein Eimer. Wichtig. Ein Eimer. Nee. Eimer mit Geschichte. Dieser Eimer hat schon 14 Bioabfälle gesehen. Ja, und gleich werde ich jetzt zeigen, wie ich was in den Eimer reinmache. Ich wusste es, dass so irgendein Eimerspruch noch kommt. Was denn für ein Eimerspruch? Es gibt keine Definition für Eimersprüche. Doch. Mach den Eimer randvoll, Junge. Was hab ich denn gerade angefasst? Ein Eimer. Ja, von euch angefasst? Nein, ich hab keinen Eimer angefasst, du Eimer hier.
Also Barathur ist Full HP, also könnte sein, dass du Barathur angefasst hast, aber Barathur hat seinen... Nein, ich hab mich selber angefasst. That's different. Richtig. Wow, das ist... Lassen wir das. Different construction, same spitter. Barathur, könntest du aufhören, immer vor meiner Nase rumzulaufen? Den anderen Platz zum Kokeln. Ich kokel gerade nicht, ich mach nur Schweizer Käse. Ja, dann mach, aber nicht von meiner Nase. Sonst kriegst du ein paar Schüsse in den Nacken, wenn wir Friendly Fire anhaben. Okay. Hallo Keeper. Sind das nicht Eier? Nein. Nein. Das war Esther, what are the big intestinal tracts? Hä? Insufficient data to speculate. It's alien. We can't make any assumptions. Somebody take the gear. Ich war mal drauf, dass ihr kommt. Hä? Verdecktes Lager gefunden? Aber es war ein ganz normales Lager hier, oder? Verstecktes gewesen. Ja, weil, nein, sag mal, es gab ja noch einen anderen Weg hier rein. Achso, ja, man könnte auch links lang laufen. Hönnecker ist auch dabei, ja. Aber nur in der ersten, im ersten Kapitel. System. Weyland-Yutani has interfaced with a non-human instrumentality. Could control the doors. Fire team, rig a connection for Esther. Ein ganz kleinen Moment bitte. Kein Problem. Wirk erstmal. Charakterlevel, Spiellevel? Bin verwirrt. Missionslevel? Es gibt zu viele Level. Ja, 12, theoretisch. Geschenktes Feuers, Kampagne 3, Mission 1. Gut, dass das in den Optionen, also beziehungsweise unter Escape steht. Was macht Barathur? Hose ausziehen? Barathur-Dinge? Wahrscheinlich. Oh, ich zieh auch die Hose aus. So. Oh. Er zieht sich schnell noch die Hose aus. Moment. Kann er wegen mir tun? Da kann meine Hose mir von der Seite zugucken. Ich denke, der macht, sagt das jetzt nicht aus Spaß und ist dann weg. Man muss nichts melden, man darf die Hose ausziehen, du darfst das aber nicht zeigen, dass du die Hose ausziehst. Er darf aber danach seine Hose zeigen. Richtig. Aber keine nackten Schenkel für euch. Aber es ist gerade eh so warm da unten. Ich glaube, ich komme einfach in meine... Wechseljahre? Richtig. Wer kennt's nicht, dann wird das Rohr heiß wie ein sehnloser Stahlbolzen. Oh Gott. Aus der Esse. Oh. Oh Gott, das stelle ich aber. Ist ja nichts Schlimmes. Nur Hose auszuziehen. Keine Ahnung. Also. Da oben laufen die lang. Ja, ich knall die schon ab, aber dafür muss jemand unten die Seite dran übernehmen. Destroyer. Der hat Bock. Komm, ja. Ich möchte dich mal sehen.
Da ist ein Alien, was nicht aus dem Menschen geplatzt ist. I believe I have found a transliteration key. Stand by. Oben ist ein Jäger, der kommt gerade runter. Shit. Oh, jemand hat gesagt, dass Barato geil ist. Da kennt sich wohl jemand persönlich. Barato ist voll das Schnittchen, ey. Er braucht schon Tinder, wenn er Twitch hat. Richtig. Oh, wir haben einen Trend gesetzt. Jetzt ziehen andere Leute schon ihre Hosen aus. Hey, wenn ich das auf Twitter sehe, mach ich dich dafür verantwortlich. Warum das jetzt alle Hosen ausziehen und das nach dem Sommer? Ich meinte gelesen, mal im Chat gelesen zu haben, dass die keine Hosen anhaben. Das ist gerade mitten explodiert. Ja, man guckt den Stream immer nur nackt. Also ich kann dir guten Gewissens versichern, dass ich deinen Stream nicht nackt gucke. Nächster ja, gerade eben. Milo, gerade eben. Bleib weg von mir. Arsch. Ja, der schubst einen um. Ich hab keine Munition mehr. Nächster Destroyer ist da. Hinter dir, Pascal. Pascal, wer ist das? Hi. Bist du nur eine Nudel? Oder Pascalina? Kein Mensch nennt mich Pascal. Was? Der Jordel nennt dich Pascal. Tadam. Kannst etwas zu der Story sagen? Aliens! Daka Daka! Noch mehr Aliens! Noch mehr Daka Daka! Cynthia's Notes contain a term for the builders of this facility. Weyland-Yutani referred to them as also eigentlich ist es ein bisschen, ich würde sagen, es orientiert sich am meisten an Alien 2, weil du bist ein Militärteam im Einsatz, was auf den Notruf reagiert. Und an sich passiert eigentlich alles, was du aus allen Alien-Filmen kennst. Die Menschen haben wieder gezüchtet mit den Aliens, natürlich heimlich, das wusste natürlich keiner. Marines sind jetzt da und müssen alles wegballern. Weil aus Gründen ist es schief gegangen, kann auch ja, aus Gründen hat das alles nicht so gut funktioniert. Aus Grund. Ja, passiert halt mal. Versteht man auch nicht wieso. Ist eigentlich eine ganz sichere Sache, Alien-Eier von einem fremden Planeten mitzunehmen und zu züchten. Richtig. I don't know what we found under LV-895, who built that place or what it's for. The distortions and anomalies Cynthia started are still growing. Nachdem wir die KI abgeschaltet haben, den Erstritten werden Wissenschaftler, also den letzten Überlebenden, ist ja auch so typisch Alien, du gehst hin, oh mein Gott, irgendjemand lebt noch. Dann eine KI ausschalten und jetzt suchen wir eine Anomalie und ich denke mal, die vierte Kampagne ist der Kampf dann gegen das Mutter-Alien. Dann gehen wir wieder zurück auf die Raffinerie im Orbit, wo die eigentlich ihre Eier legt. Wie auch immer die auf die Erdoberfläche da noch gekommen sind, aber... Die hat einfach ein Ei gelegt. Sprich mit Honecker. That's one of the jars pathogen. Danke für die Bits. Yeah, cheer. You don't seem affected. I'll assume it was empty when you found it. In each one of those jars there's 4 ampules of pathogen, packed in some kind of preservative slime. Or maybe it's for shock absorption. Just a drop of pathogen by injection or ingestion can cause mutations. There were signs it could be aerosolized and inhaled too. You'd see effects in seconds. Ja, um dir zu antworten. Ihr habt schon so viel reinpalabert in die Dinger. The Paula Station team didn't know where the company got it. It's crazy advanced genetic engineering, biological nanotechnology. Beyond anything they'd ever seen. Beyond theories even. Now we know it came from those 4,000-year-old ruins. Which means whatever, whoever made those ruins probably made pathogen.
Richtig, du darfst machen, was du willst. Du kannst auch Hosen ausziehen, anlassen, kannst dir die Hose über den Kopf ziehen, kannst ein BH als Helm tragen. Okay. Ist uns alles egal. Ja, aber ich denke, als Frau ist es doch besser, hier angezogen zu sein, sonst fühlt sich irgendwie mit dem Chat vielleicht sexuell belästigt oder so. Dadurch, dass du nackt redest. Ja. Nein. Vielleicht hört da ja jemand das raus. Weiß der nicht? Vielleicht ist ja jemand hier so gut. Because that would be wrong. Vielleicht hört sich dann meine Stimme mehr nackt an. Ja, ich höre auch, dass du nackt bist. Also jedenfalls bin hast du keine... Bin ich nackt, ich habe was angezogen. Dass du keine Hose an hast. Ich habe eine Hose an. Das kann jeder behaupten. Ach, ich schick dir gleich ein Foto von meiner Hose. Ja, wie sie auf dem Stuhl liegt. Sehr schön. Ich mache mir jetzt Sterne auf die Waffe. Du bist der Einzige, der mir Kleidungsstücke schicken kann. Macht YouTube da eigentlich auch was gegen, wenn du 10 Mal wie hier Hose sagst? Ja, Hose ist auf jeden Fall die Beleidigung des Jahres. Du ja, du Hose, da siehst du, der Erste fühlt sich hier schon belästigt, obwohl ich nur davon rede hier. Sie hat nackt geredet. Ja. Seht ihr? So schlimm ist das heutzutage und ich will ja hier nicht die Unschuld irgendeines Zuschauers gefährden. Richtig. Kann ich nachvollziehen. Aber ist schon okay, sind alle erwachsen. Außer Marv. Weil jeder weiß, nach 10 Uhr darf man ja keine Streams mehr gucken. Ja. Sie hat uns die Unschuld geraubt. Ja, siehste, darum mache ich das. Wer noch unschuldig ist im Chat, möge den ersten Stein schmeißen. Darum bin ich angezogen und brav. Nur sonntags trage ich ab und zu keinen BH, wenn wir streamen. Aber mir auch nicht. Ja, du trägst auch keinen, also stell dich nicht so an. Ich würde, wenn ich könnte. Aber ich habe einfach zu wenig Brust. Ach, dich danke, dass du über meine Problemzonen redest, während wir live sind. Danke. Das können wir alles kaschieren. Das kriegen wir hin. Wir stopfen dich aus, wir machen dich hübsch. Was, ihr stopft mich aus? Ja. Boah, endlich bin ich tot. Ja, die ersten im Chat schmeißen schon mit ihren Hosen. Juhu. Jetzt wird's wild.